Heute kein Styling-Tipp für Kleider, sondern ein Styling-Tipp für euer Wohnzimmer. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ihr euer Wohnzimmer mit Farben, mit Accessoires verändern könnt. Braucht gar nicht so viel, aber auch da braucht es eben den richtigen Aufbau, wie bei einem Styling. Und das zeige ich euch Schritt für Schritt mit ganz schönen Dekoartikeln. Ich lasse mich gerne inspirieren von meiner eigenen Garderobe, was Farben betrifft und auch Stil betrifft und vor allem auch von der Saison. Ich habe andere Materialien im Winter, an Küssen, an Decken als im Sommer. Und das macht schon extrem viel aus. Mal zuerst überlegen, welche Farben, welche Materialien entsprechen mich und dann nachher kannst du es langsam richtig aufbauen. Weil es macht wahnsinnig viel aus, ob du Harmonie reinbringst oder einfach etwas reinwerfen tust. Also, Schritt für Schritt. Zuerst überlegen, Farben, Textilien und was brauche ich und dann aufbauen. Die Richtung hat irgendwie auch mit deinem Gemüt zu tun. Du willst manchmal ein bisschen knalligere Farben in deiner Wohnung, so fühlst du dich, oder du willst ein bisschen understatement, ein bisschen gedecktere Farben. Und das sind so zwei Welten, die einen Unterschied machen. Also du suchst neue Artikel aus, es kann vom Kerzenständer sein, vom Küssen, Decke, es können Vorhänge sein, die gedeckter sind und plötzlich sagst du, ich will jetzt mehr Knallig reinbringen, so wie ich es jetzt mache. Meine erste Auswahl war ein bisschen dominant, ein bisschen präsent in diesen völligen Beerenfarben, die im Moment auch in der Mode total aktuell sind. Bei Patone Home habe ich aus dem Vollen geschöpft und dort all meine Accessoires ausgesucht. Und zwar eben die zwei verschiedenen Welten. Ihr seht hier, da ist so die lütere Welt, die stark in den Farben, aber frisch und dominant. Und dann ein bisschen die leiseligere, in diesen Taubfarben, ein bisschen anders Themen und trotz allem sehr, sehr stylisch. Aber ich starte immer bei den Vorhängen, weil ich finde, das ist der grösste Posten. So wie quasi, wie bei mir, Basis Schuhe. Ist das bei der Deko bei mir die Vorhänge. Die als allererst und nachher geht es weiter. Es gibt Vorhänge, die müssen den Knittereffekt wirklich haben oder zeigen. Aber was ich nicht ausstehen kann, ist, wenn es den Falteneffekt drin hat. Also wenn sie so, wie bei der Schale. Es gibt gewisse Schale, da hast du einfach den Falt drin vom Zusammenlegen. Und das finde ich gar nicht schön. Deshalb bei mir Steamer, das gehört einfach dazu. Zuerst die Vorhänge platzieren und dann mit dem Steamer drüber. Das ist einmal schnell gemacht und das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Wissen viele nicht, die meinen immer, Drossi sagen immer, muss man rennen, aber ich bin recht ein Couch-Potato. Ich liebe mein Sofa und die Decke dazu selbstverständlich. Die ist ganz, ganz wichtig bei mir, weil sie ist auch sehr dominant von der Fläche her. Also, ich habe jetzt mich für eine grüne entschieden. Ich finde die irrsinnig schön und auch so fresh. Ich finde, für die, die eine Stadtwohnung haben, wo nicht viel Grün herum ist, bringst du Natur auf dem Sofa. So mal schnell, wenn du keine Blumen willst. Aber wenn du Grün hast, wieder spiegelt es von innen gegen außen wieder die Farbe. Also Grün als positive Farbe finde ich perfekt. Und dann noch mit diesen Beeren rein. Und dann noch Tartan, also dem Garo, die perfekte Decke. Decke sind für mich wie Schäl. Wie tust du sie anbäscheln? Da haben sie immer wieder einen anderen Look. Entweder tust du sie schön ein bisschen zusammenlegen und ein bisschen leicht drapieren oder du nimmst es eben wie einen Schal am Zipfel und du hast es richtig fluffy einmal über den Sofa fallen lassen und dann dort ein bisschen leicht drapieren. Das ist je nach Gusto und ich finde, es ist beides richtig oder beides möglich. So, und jetzt kommen die Küsse, auch ganz wichtig. Wollte ich nur eins, wollte ich mehrere? Ich starte jetzt mal mit sehr, sehr simpel. Und zwar habe ich jetzt Uniküsse, schön in dem Velour. Velour ist immer für mich eben Winter. Im Sommer habe ich mehr Baumwolle und im Winter habe ich gerne Velour. Das macht es sofort heimlicher und ein bisschen kuscheliger. Ich starte mit Uni. Geht immer, also man kann nur eins zum Beispiel Küsse nehmen. Oder wir gehen weiter, Extended Version. Anouk, schickt mir die rüber. Schaut mal. Das ist doch auch frech. Ein bisschen Mustermix. So ein bisschen der raute Muster. Nochmal einen bitte. Wieso nicht den zweiten dazu? Oder dort, wo ich hintere. Und dort, wo ich vorne. Da kann man wirklich ein bisschen spielen. Und dann von Weitem betrachten. Du gehst mal weiter hinterher und dann schaust du mal, ein bisschen, wie es aussieht. Dann kannst du wieder ein bisschen basteln. Also da muss man ein bisschen mal spielen. Und am Schluss tust du es so an, wie du ja, dich wohlfühlst. Aber ich finde, es von der Weite betrachtet macht extrem viel aus, als wenn du es nur so von näher machst. Also wir haben gesehen, was man alles machen kann in der Kombination mit Decke, aber eben auch ohne Decke. Ich finde die Küsse, die so doppelfass sind, finde ich genial. Da kannst du im Nu wirklich einen ganz anderen Look kreieren. Also der ist wirklich mega. Tartan oder Flower. Und dann dazu kannst du spielen eben mit Uni. Die haben auch zwei verschiedene Farben. Wie der, das ist ein bisschen mehr Framboise, das ist ein bisschen mehr Brünje. Und dann den dazu anpassen. Also wahnsinnig. Da habe ich noch mal einen. Finde ich auch noch cool. So
oder so, grob Tartan oder fein? Du hast die Wahl. Ich habe das Gefühl, ich sehe so selber frischer aus, wenn die Küsse so frisch aussehen. Also ich finde das mega. Was ich aber noch wichtig finde, ist, wenn man so starke Farben hat, als Deko ist es gut, wenn es Repetition gibt. Das heisst, irgendwo eine Vase oder Windlicht oder auch eine schöne Kerze. Kerzen in dieser Farbe zum Beispiel im Wohnzimmer rein. Und das repetiert sich. Das sind ganz wenig. Wie bei den Kleidern, den Socken oder den Gürtel. So die kleinen Deko-Details, das macht so den Cherry on a Cake, sagt man, oder? Ja, das finde ich super wichtig. Und der Sofa hat ja zwei Seiten. Also bei mir daheim mache ich es so, ich habe gerne auf die eine Seite ein bisschen die üppigere Seite, die grössere Küsse und auf der anderen Seite die kleinere und etwas ruhiger. Aber eben, das ist eine Frage vom Geschmack. Alles ist möglich. Am Schluss finde ich, musst du dich einfach wohlfühlen und es muss eine Harmonie da sein. Also, Müssen muss gar nicht, aber es ist schön, wenn eine Harmonie da ist. Was habe ich gesagt am Anfang? Meine Garderobe passe ich an der Deko. Da ist es. Habe ich mich inspirieren lassen von meinen eigenen Outfits. Es sieht doch harmonisch aus, oder? Anouk, machst du mal ein Foto? Auch wunderschön, oder? Es ist ein bisschen so gedeckt, ein bisschen mehr Understatement-Colors, aber trotz allem mit diesen Strukturen lebt das wahnsinnig schön, die Ecke. Da sieht man ein bisschen glänzige Materialien und da finde ich schön, wenn das hintere Küsse eher ein bisschen matt ist. Abgesehen von das ganze sehr schönes Küsse, total recycelt aus PET. Wunderschön, da hat man auch wieder ein bisschen das Fähli-Effekt. Und auch der kann glänzen. Und ich finde, wenn der glänzend ist, finde ich es fast schöner, wenn der matt ist. Upsala. Dahinter, so. Wunderschön. Auch die Decke, dass es ein bisschen Struktur hat. Gibt auch wieder ein bisschen Tiefe. Und jetzt schnappen wir uns den, der da unten geht. Ist. Da hat ein bisschen einen kühleren Ton drin. Aber auch traumhaft. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Ecke, wo ich dann wieder spiegeln tue, nachher in die anderen Dekoartikel. Traumhaft, so Dekoartikel. Das macht richtig Spass und gibt wieder Freude, um die Wohnung noch neu umzustellen. Ich muss jetzt dann bald irgendwann mal zügeln. Eine schöne Motivation, um sich vorzustellen, wie ich das ein bisschen aufbauen will. Aber noch zum Stylen dieser Küsse, das ist auch noch wichtig, soll ich sie einfach schön büscheln wie im Hotel und dann Mitte der Falt machen? Oder wie soll man das machen? Ich mache es so ein bisschen wie mit meinen Haaren. So ein bisschen und dann. So, ja? Und doch schön. Also ich tue sie drapieren, wie ich sie will, und dann tue ich sie ein bisschen knauschen, dass sie ein bisschen so lebendig wirken. Das finde ich, das ist mein Style. Aber wie gesagt, kennen ist falsch. Also auch die Teelichtchen haben ihre Anordnung. Also es sieht immer so ein bisschen verlassen, verloren aus, nur eins allein. Oder er muss ja wahnsinnig stylisch sein, dass es wirken tut. Aber ich finde es schön in der Komposition, wie zum Beispiel verschiedene Stilrichtungen und auch verschiedene, manchmal auch Farbe, bleibt in der Farbe drin, aber auch mit Muster drin, sodass es ein bisschen lebendig wirken tut. Und manchmal kann man ein bisschen grösser rein, ein bisschen kleinere. Also ich finde schön, die Komposition, das macht wahnsinnig viel aus. Und vor allem, ich habe gerne, wenn viele Windlicht zusammenkommen, dass es, wie heim, wenn du keine Schmine hast, auch Wärme ausstrahlen tut. Auch Kerzenständer, ich finde ein Kerzenständer allein, also es muss ein wahnsinniges Teil sein, doppelt, ist einfach schöner. Es gibt irgendwie eine schönere Harmonie. Es kann auch einer sein, der etwas tiefer ist. Das ist alles, das ist möglich. Aber ich finde, so zwei zusammen, natürlich auch wenn man einen grossen Tisch hat, dann tut man zwei an als nur einen allein. Finde ich eine gute Wahl. Also wenn kaufen, dann immer zu. Im Gegensatz zum normalen Styling, wo man oft schauen zu der Haut, passen mir besser warme Töne oder kühle Töne, kann man in der Deko-Welt alles kombinieren. Da spielt eher mehr, ein bisschen wie deine Wohnung konzipiert ist, wie sind die Lichteinflüsse in dieser Wohnung drin, wo die Farben dann aufnehmen. Also mehr das. Und wegnehmen kann man ja immer und wieder hinzutun kann man immer auch. Also probieren, geht überstudieren. Es ist wie beim Styling. Nicht jedem ist es gegeben, seinen Style zu finden, sei es für sich wie eben auch für die Wohnung. Deshalb gibt es Leute, die das können. Barbara Patenet ist eine Deko-Stylistin, kann ich sagen. Sie kann deine Wohnung, wenn du zu ihr gehst, mit verschiedenen Fotos sagen, genau wie du sie kannst einrichten und am besten zu Geltung bringen. Und Vorhangservice hat sie auch. Das finde ich mega, mega wichtig. Am besten geht ihr doch zu der Barbara vorbei auf Bremgarten und spürt all die Materialien von Hand. Und dann könnt ihr mit ihr das ausdiskutieren. Sie wird euch sicher inspirieren und helfen, damit eure Wohnung zum neuen Glanz tut. Sag mir, Anouk, erscheinen.
Lust, eure Wohnung jetzt umzustylen? Ich hoffe, ich habe euch inspiriert. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Reinschauen. Und natürlich liken, kommentieren, immer, immer sehr, sehr willkommen. Und auf dieser Seite könnt ihr natürlich auch andere Beiträge von mir sehen. Und für die, die gerne abonnieren wollen, was natürlich fantastisch ist, gerne auf dieser Seite. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Merci.